Hallo und herzlich willkommen zurück zu Neverwinter Nights, die Horn des Unterreiches, wo wir letztes Mal bis ganz am Ende dieses Golem Dungeons gefunden haben und der Schöpfer tatsächlich am Leben ist. Was Ja. ist das denn für ein Aufmarsch? Da Hanna und die anderen Dögers kommen auf euch zu. Euch fällt auf, dass sie die Waffen gezückt und die Lager abgebrochen haben. Henna wirkt irgendwie peinlich rot von dem, was jetzt passieren wird. Seht mal, sie tun. Ja, kommen, um seine Überraschungsparty willkommen zu heißen. Warte, die können nicht glauben, dass das Party wird. Schade, die können den Kuchen haben wollen. Ihr wart verdammt lange in diesem Gewölbe. Zeit genug, um mich mit meinen Leuten zu besprechen. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir keine Leute mögen, die auf unserer Insel herumstiefeln. Eure Insel? Wovon sprecht ihr überhaupt? Wir schuften auf dieser Insel seit fast 20 Jahren. Wir haben unsere Schulden mit Schweiß und Blut bezahlt und uns gegen alle Eindringlinge behauptet. Es ist nichts Persönliches, Oberweltsgeschöpf. Wir bestreiten unseren Lebensunterhalt mit dem, was wir aus dem Labor des Schöpfers bergen. Wir können nicht zulassen, dass ihr mit den besten Sachen einfach verschwindet. Wir waren zuerst da, also haben wir einen rechtmäßigen Anspruch auf einen Anteil an euren Fundsachen. Ich kann mir schon denken, was dabei rauskommen wird. Wenn ihr 10.000 Goldmünzen zahlt, lassen wir euch ziehen. Wenn nicht, nehmen wir unseren Anteil mit Gewalt. Nur weil ihr eure Arbeit nicht vernünftig auf die Reihe bekommt, müsst ihr jetzt mich ausnehmen. Gäste, niemand droht mir. Könnt auch gerne sterben, wenn euch das lieber ist. Kriegen ihre Arbeit nicht auf die Reihe und dann, nur weil ich das auf die Reihe kriege, wollen sie mich ausnehmen. Vergesst es. Ganz gut, wenn du den Schrecken so ausschaltest, Dana. Triffst du mich nicht? Das tut mir aber leid. Auch deine Kollegen treffen mich irgendwie nicht so gut, habe ich den Anschein noch. Na komm schon, Misty, stirb einfach. Für uns beiden eingefallen und beende dein erbärmliches Leben. Und jetzt zu euch, meine lieben Freunde. Ich habe euch um Hilfe gebeten im Krieg gegen die Falscheres und ihr hintergeht mich einfach so. Das ist so ein Geier, war das gerade, Dekin? Hab ich gerade betäubt, Dekin? Willst nicht hoffen, Dekin? Das ist nicht im Kampflog nach, aber es sah irgendwie genau danach aus. Wenigstens hast du realisiert, dass du mit Magiebannen mir das wieder nehmen kannst. Aber. Na, Dekin, ich will nicht hoffen, dass sowas passiert, weil dann müssen wir ernste Wörtchen haben bezüglich deines Sauer-Einsatzes. Das wollen wir doch beide nicht, Diggi, oder? So, huch. So. Wohin? Schade, das ist mein Händler, mit dem ich noch Sachen verkaufen wollte, ist vor uns gegangen. Dafür haben wir jetzt Kossuths Gürtel der Priestermacht. Rüstungsbonus und Verrüstungsbonus Stärke, ne? Ja, plus 2, Schutz plus 2. Du hast ja auch noch lustige Sachen. Mächtigen Raufbeutgürtel. Schild plus 4. Ja, nee, ist klar. Eine Dwerger-Ritter-Ritter-Rüstung plus 5.
Aderlasser. Mächtiger Handschuh ist die Widerstandskraft. Echter, ne? So viel zu den Idioten. So, ich muss das eben einsortieren. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Fährmann als Excel reden kann. Spricht da eigentlich gar nicht mal unbedingt was gegen. Eben die schweren Sachen eben einsortieren. Sollte das hoffentlich irgendwie einrichten lassen. Wie gerade. Über. Und? Vielleicht kann ich noch mit als Echse mit der Fährmann reden. Dann muss ich jetzt nicht irgendwie noch Sachen hin und her schieben. Hallo? Willkommen. Ich würde gerne zurück ins Lager der Seherin. Oh, danke. Ich sehe, eure Informationen sind doch etwas wert. Mephistopheles, die Person, vor der ihr mich gewarnt habt, ist jetzt im Unterreich und macht gemeinsame Sache mit den Rebellen, die sich mir noch zu widersetzen wagen. Das hatte ich vorhergesagt, erhabene Mutter Ulrike. Ihr werdet mich mit dem Titel Valchares anreden. Ich habe euch beschworen und gebunden, Mephistopheles. Ihr werdet euch meinem Willen unterwerfen. Natürlich, erhabene Valchares. Was wünscht ihr? Ich will wissen, wie dieser Eindringling so schnell im Unterreich ankommen konnte. Und ich will wissen, wo genau er sich aufhält. Und vor allem will ich dieses Wesen tot sehen. Die Person, die ihr sucht, befindet sich jenseits meines Horizontes. Etwas übersteigt eure Kräfte, Mephistopheles. Dass ich das noch erleben darf, sucht weiter nach dem Oberweltler. Ich werde ihn finden. Und dann wird er bezahlen. Er und jeder einzelne dieser elenden Rebellen. Okay. Ups. Ist er schon schwerer als ich? Oh, war der Typ. Wenn aber eben mit der Seherin reden, dass wir Golems akquiriert haben und sowas. Ich grüße euch. Gutritt, ja. Der Rucksack ist ja schon schwerer als ich. Schön, hier zu sehen, Oberbettler. Ich war mir sicher, ob ihr zurückkehren würdet. Wegen meiner Verbindung mit dem Haus Melvier kommen viele Anhänger. Der Serie nicht mehr ein, obwohl sie die mal gegen das so nötig hätten. Ja. Mein Verräter. So freundlich. So, dann verkaufen wir mal weiter. Wollen wir das aufheben? Bei Treffer Hochzeugkunstnall, 4. Grad. Und Gnom, Halbling, Zwerg. Leider nicht Kobold, obwohl ich das Deacon Chair Rüstung nutzen könnte. Danken wäre Kuscheltreffer immun. Gibt's Hammer, aber glaube ich auch nicht mehr. Es gibt so viele Golems wie jetzt gerade, wenn wir nicht so schnell wiedersehen. Robert? Mit. Also Edelsteine nehmen nicht viel Platz und Gewicht weg. Ich verkaufe die immer nur an Händler, wenn die mich wirklich mögen. Halt Gewinnmaximierung. Oh. Hier, was ich mit dem ganzen Holz aus dem Magilabor jetzt machen soll. Ich werde es wahrscheinlich aufheben und die benutzen. Ich wollte nur schon mal vorwarnen. So. Weg. Also, hast gute Dienste geleistet, aber. Nee. Eben tot. Ja, das habe ich benutzt. Das ist ein
Der Zauberer, gut. Erdbeben benutzen. Und einen Reflexwurf gegen machen. Dafür ist das nicht. Zauberresistenz. Hau ich mal auf. Hat Feuerresistenz. Das ist irgendwie hier. Ganzen auf Ladung basierten Bla hat, ist mir relativ wumpe. Allerdings, Feuerresistenz auf dem Helm ist nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass mein aktueller Helm Elektrizitätsresistenz hat, ne? Ich kann Schlimmeres vorstellen. Stärke und Ablenkung. Ich glaube nicht beides auf einem Gürtel. Vielleicht wär's was für Dekin? Dekin bist du neutral? Echt? Dann haben wir hier noch unseren Krams. Was rum brauchen wir, glaube ich, nicht. Ein Schild behalte ich mal noch. Ja, ich behalte vom Schild. Dann die sengende Rüstung behalte ich auch. Die fancy aussieht, werde ich die auch kaufen. Warte. Mit exotisch. Oh. Noch eine Ritterrüstung auf. Brauche ich nicht das aufheben, aber das hat gleißendes Licht, 50 Grad. Macht gleißendes Licht Schaden? Gleißendes Licht. Eigentlich sollte gleißendes Licht Schaden machen. Wobei Treffer heißt, wenn die Person, die Rüstung trägt, getroffen wird. Nicht, wenn die Person dies. Hebt die erstmal noch beide auf. Ist irgendwie ein bisschen dämlich, zwei Plattenrüstungen aufzuheben. Aber dann kann ich noch hinauszögern, ob ich die welche davon nicht möglicherweise irgendwann nochmal benutzen will. Oder jemand anderen benutzen lassen will. Das ist nicht. So, haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Gold. Könnten wir Enzerig weiter aufbessern? Ich meine, es bringt einen Schaden mehr. Hätte uns den Kampf eben aber auch nicht gewonnen, zugegebenermaßen. Aber es bringt einen Schaden mehr. Ich glaube, das reicht mir als Begründung. Wo wir gerade im Thema Enzerig und die Golems sind. Bin mir nicht ganz sicher, aber wenn man Magier ist, dann habe ich ja schon mal, hatte ich ja in den letzten Folgen erwähnt, dass man da was mit den ganzen Notizen anfangen kann. Und ich glaube, man kann auch einen Golem herstellen. Ja, also den Golem, den der Typ da unten angefangen hat, kann man, glaube ich, irgendwie dann zu Ende vollbringen oder so und Spaß. Wir können das nicht, wir sind kein Magier. Allerdings ist die Frage so, wie hängt das mit Enzerig zusammen? Wenn ich mehr Gespräche mit Enzerig führen würde, dann hätten wir, glaube ich, von ihm irgendwann mal erfahren, dass er sich nach einer neuen Form sehnt und ist es auch nur, und sei es auch nur ein Golem. Ich glaube, man kann irgendwie die Seele von ihm auf den Golem transferieren und ihn dann als Begleiter mitnehmen, aber sicher bin ich mir da nicht. Ich glaube nicht, dass ich das schon mal irgendwann hatte. Ich habe davon aber gehört und es würde auch irgendwie Sinn ergeben, so ein bisschen. Aber ich habe das nicht vor, deswegen kann ich Enzerig bedingungslos weiter upgraden. Dann machen wir das mal. Schön euch zu sehen. 90.000, ist klar. Oh, dann machen wir mal 90.000. Dann haben wir jetzt plus 7. Lassen wir es aber erstmal. Okay, ich wollte mit der Seherin reden. Welches Gebäude war das? Tempel? Ich hoffe, es geht euch gut. Bringt ihr Neuigkeiten? Habt ihr bei euren Anstrengungen, die Walcheres und ihre Anhänger zu schwächen, Fortschritte gemacht? Ich habe Zashir geholfen, die Herrscher des Haus Mevir an sich zu reißen. Oh, Zashir kritisiert das Haus Mevir? Da muss ich annehmen, dass Maroon tot ist. Wo habt ihr das getan? Ich glaube, Maroon hätte uns an die Walcheres verraten. Ja, vielleicht habt ihr richtig gehandelt. Maroon versuchte verzweifelt, sich an die Macht zu halten. Hätte seine Möglichkeit gehabt, sich der Walcheres zu beugen und zu überleben, sie hätte sie genutzt.
Ich finde eure Maßnahmen hier tatsächlich zu einem besseren Ende. Ich hoffe nur, dass Tashir sich zu uns loyaler verhält als ihre eigene Mutter. Was muss ich berichten? Nun, ich besitze ein Artefakt, das man den geborstenen Spiegel nennt. Was soll ich fahren? Ich kenne diesen Spiegel. Es ist ein sehr mächtiger, aber auch sehr gefährlicher Gegenstand. Was habt ihr damit vor? Weiß es nicht. Habt ihr denn eine Vorstellung davon, was man damit machen könnte? Ich weiß es, aber ich müsste bei dem Gegenstand größte Vorsicht walten lassen. Ich würde euch alles in die Bitten, mir dieses wertvolle Artefakt zu geben. Wenn ihr ihn nutzen könnt, dann nehmt ihn. Vielleicht kann er uns zu dem Kampf helfen. Oh, das ist sehr großzügig von euch. Ab Dank. Ich werde versuchen, ihn zu unser aller Vorteil einzusetzen. Ich wage nicht, ihn schon vor der kommenden Schlacht zu benutzen. Offen gestanden fürchte ich, seine Macht zu offen zu fallen. Aber wer weiß, vielleicht kommt ein bald der Tag, wo er uns helfen kann, einmal ein besseres Leben zu finden als heute. Was darfst du berichten? Ich habe einen Golem zu bezeugen können, an unserer Seite zu kämpfen. Golem ist eine mächtige Kreatur. Ich danke euch. Sie werden uns in der kommenden Schlacht eine große Hilfe sein. Sonst noch was zu berichten? Nee, im Moment nicht. Ich hab schon viel von unserer Sache getan, hab Dank dafür. Sonst noch etwas für euch tun. Dann will mal gehen. Nein? Brauche ich den Spiegel noch für? Ich hoffe nicht, dass ich den noch für irgendwas brauche und dann wieder zu ihr zurückrenne und sage, ey, ich brauche den Spiegel noch mal kurz wieder. Sorry. Sorry. Irgendwas habe ich im Hinterkopf, dass ich den mal irgendwo brauchte. Scheiße. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So. Jetzt haben wir an weiteren Sachen, die wir machen können, haben wir einmal die Untote Armee, die Betrachter und die Elithiden. Gibt es davon irgendwas, das ich vor den anderen machen will? Die Untoten werden, glaube ich, am wenigsten problematisch, oder? Schauen wir mal. Wir gehen erstmal aus der Stadt raus, schauen mal, was uns da so über den Weg läuft. Kommandant Imler, zu Diensten. Braucht ihr irgendwas? Eigentlich bin ich mit der Ausbildung meiner Truppen beschäftigt. Aber wenn es euch gegen die Banschara anhängt, will ich gerne ein paar Minuten abfangen. Nur, ich bin nur auf der Suche nach Verbündeten. Kann ich nicht weiterhelfen. Unsere Verteidigung ist ohnehin mehr als dünn. Ich kann nicht einmal einen Rekruten erübrigen. Außerdem werden einige meiner Gemeinsoldaten für euch ohnehin von geringem Nutzen. Die Soldaten sind in großer Zahl effizienter. Im Zweikampf gegen jemanden wie euch nur kanonenvorteilig. Ich hoffe, sie können gegen die Monster bestehen, welche lieber Stress gegen das Feld schicken. Welche Monster meint ihr denn? Und lieber Stress befehle ich eine riesige Armee. Zu ihren Anhängern zählt nur durch New Draw. Sie hat die Maschinenskreaturen und euch zu ihrer Sache rekrutiert. Betrachter, Elithiden, selbst Untote. Hätten wir mehr über die Betrachter. Wir wissen, dass sich ein Schockbetrachter irgendwo im Westen mit der Waschrest verbündet hat. Das sind ganz üble Neuigkeiten. Ein einziger Betrachter kann uns schon mehr Ärger machen, als wir brauchen können. Ich kann das Problem beseitigen, wenn nur jemand den Betrachtertür antötet über den Stock rutscht. Und sie würde die ganze Kolonie zusammenfallen und die Waschrest würde die Betrachter als Verbündete verlieren. Vielleicht Ratschläge für den Kampf gegen Betrachter. Versucht euch irgendwie Zauberer inzwischen. Seid ihr gegen die Strahlen geschützt, die so den Augen verschießen. Können wir den Strahlen verschiedene Effekte verursachen, zum Beispiel Schmerz, Tod, Lähmung, Auflösung und ähnliche unangenehme Dinge. Wirklich nähert ihr euch so rasch wie möglich. Nach dem letzten Kampf ihre Augenstrahlen und Zauber ein und Nahkampf sind sie jetzt nicht sehr effizient. Okay. Seht ihr mehr von den Elithiden? Jetzt vermute ich besser unter meinem Gedanken stimmt. Du bist schon diese Kreatur mit Tentakeln im Gesicht. Waschresten muss die Ältesten nur überzeugt haben, sich auf ihre Seite zu stellen. Ältesten Hirne? Die Elithiden leben in verstreuten Kolonien. Jede Kolonie wird einem riesigen Ältestenhirn regiert. Unsere Kolonien kommunizieren über Ältestenhirn miteinander und arbeiten so zusammen. Wenn es einfach nur darum ginge, einen Ältestenhirn zu töten, könnten wir so gut nur im Westen angreifen. Und das würde die anderen Elithiden nicht davon abhalten, sich dabei Stress anzuschauen. Wenn die Ältesten nun verhandeln könnten, würden wir sie vielleicht davon überzeugen, dass sie den Waschresten wieder schützen. Dafür muss er immer noch zur Wagmur reisen. Und dann werde ich das machen. Ich wollte in die Elithiden-Silo gehen. Sehr tapfer als ich. Ich gebe besser ein paar Tipps, falls ich die Dinge anders als geplant bin. Müsst einen Weg finden, euren Verstand gegen sie abzuschirmen. Gedankenschinder sind körperlich schwach genug, euren Verstand mit den Gedanken zu stören. Derartige Kräfte sind gegen Kreaturen mit Verstand wie Golems oder Untonatürlich nicht sehr nützlich. Die Elithiden haben große Angst vor der Erde gekehrt. Ja, erzählen wir mehr von Untoten. Behalten Bericht, dass Untote aus den Höhlen im Westen auftauchen und sich der Waschrest mit den Streitkräften anschließen. Nebenan, dass irgendein Kult in der Sache steckt, doch wir kennen keine Details. Aber man haben wir Berichte über die Marschrouten der Untoten erhalten. Wir haben versucht, den Hinterhalt zu legen, um die Zahl zu verringern. Hätten die doch keine Chance. Vor allem, die Vampire haben sich als Problem erwiesen. Ja, Vampire sind nicht leicht zu töten. Und uns gehen die meisten normalen Angriff immer. Das war dies nur im begrenzten Maß wirksam. Selbst wenn wir einen der Vampire einfach erledigen, wird er doch wiederkommen.
Schlotter Vampir verwandelt sich einfach in eine Nebelwolke und fliegt davon. Die einzige Möglichkeit, einen Vampir endgültig zu besiegen, besteht darin, ihn in einem Sarg zu erwischen, einen Pflock durch das schwarze Herz zu treiben. Das Dumme ist, dass wir nicht wissen, wo die Särge sind. Wenn wir wüssten, wo die Särge sind, würden wir vermutlich eh nicht lebend erreichen. So, das ist eher eine Aufgabe für Helden wie euch. Okay, ich geh da mal. Okay. Dann wollen wir mal hier rausgehen. Hier geht's nicht raus. Da gibt's irgendwelche Tiere. Das ist mal eine Schenke. Ich glaube, da haben wir uns anheuern lassen. So, aber sonst gibt's auch nichts weiter in der Schenke. Oh. Das ist mal eine Schenke. Oh ne, es sieht so aus, als hätten wir uns hier anheuern lassen. Ja, hier mal wieder. Spannung steigern! Musik! So, hier sehen wir unsere Verteidigungsanlagen. Hallo? Was wollt ihr? Oh, ihr seid General Colt, oder? Feldwebel Ossia zu Diensten. Ich bin für die Organisation der Verteidigung hier bei den Toren verantwortlich. Wie ihr sehen könnt, weiten die Tore gut im Auge. Ich wünsche nur, wir können ein paar Truppen mehr übrigen. Ich möchte nicht, dass uns eine unliebsame Überraschung kalt erwischt, ne? Eine Überraschung, was meint ihr? Mit den Toren beginnt das wirklich Unterreich. In den Höhlen dort draußen wimmelt es von Betrachtern, Lithiden und von Untoten und so. Könnt ihr das Tor für mich öffnen? Ich muss da raus. Weil ich zeitgleich empfehle, dass man euch die Tore öffnet. Dann könnt ihr kommen und gehen, wie ihr beliebt. Seid aber bitte vorsichtig. Dankeschön. Gut. Ne, wollen wir, oder? Jede Menge Gebiet zum Rumlaufen. Nix. Na gut. Ich auch, Dekin, ich auch. So. Juch. Gehen wir unentdeckt. Kunststoff entdeckt, ich weiß es nicht. Bin das irgendwie reingerannt? Ganz ulkig. Das Unterreich sei ein furchteinflößender Ort, dachten der treue Kobold-Begleiter. Doch dann fragten er sich, wann gibt's eigentlich was zu essen? Jetzt bleibt endlich stillstehen, damit ich euch hauen kann. Geht uns halt mal eins gewürfelt. Ich kenne das Gefühl, Mann. Ich kenne das Gefühl. Wir gehen. Gehen. Bin ich dazu zurück anzugreifen? Alles wieder okay, Dekin? So, Nordtunnel, Westtunnel, Südtunnel. Schauen wir mal, was war im Norden?
nun westlich der Drogwellen. Achte westlich. Oh, westlich, ja, okay, das sagt mir nicht, welche Tunnel ich jetzt gehen muss. Gehen wir jetzt erst in die Südtunnel, Dekin. Harpien. Ein besonders frischanflößender Feind, aber gut. Ja. Die so episch sind, dass ich die nicht spontan identifiziere. Das hat mich. Das interessiert mich. Und wieder einmal jagen der tolle Kobold. Jetzt bleibt er! Warum laufen die Kinder nicht völlig? Fragen wir die Kinder wissen es nicht. Bin ich einfach so dunkel raus? Alter. Was zum Geier war das denn bitte? Jemand umgebracht. Kritschentreffer mit runden Umschlag. Noch jemand umgebracht. Nochmal Kritschentreffer mit runden Umschlag. Eieieiei. Bam, bam, bam. So, okay. So, dann gehen wir mal hier in Richtung Süden. Schauen wir mal, was wir hier finden. Ach, was zum haben. Die Lumpen. Die Lumpen um den Brauch. Und? Gar nichts. Kleine Höhle. Ach, die ist auch gar nicht auf der Karte verzeichnet, die Höhle. Na gut. Trotzdem noch eine Höhle gefunden. Hallo. Kommen wir denn hier runter? Ja, anscheinend. Hier unten sei es so dunkel. Wie finden die Leute hier nur den Weg? Steuerung. So. Freiheit. Freiheit. Begleiter. Das Einzige. Mächtigen Helden an. Freiheit. In das furchteinflößende Unterreich. Nein, so melodramatisch. Sein bloß ziemlich dunkel hier. Genau, Dicky. Unterreich ist bloß ein bisschen dunkel, aber furchteinflößend ist es nicht. So, ich glaube, dann werden wir, nachdem die letzte Folge wieder ein bisschen länger war, werden wir dieses Mal an dieser Stelle einen Stopp einlegen. In der nächsten Folge werden wir eine dieser Höhlen erforschen. Ich glaube, die, vor der wir stehen. Vielleicht entscheide ich mich nochmal was anderes. Aber das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.